Hallo und herzlich willkommen. Heute in diesem kleinen Video mal einen kleinen Schwank aus dem Nachbarrecht, ne? den man schon vom Sachverhalt her gerne hört. Also, zwei Nachbarn sind bitter miteinander verfeindet. Es hagelt Anwaltsschreiben, Rechtsstreite, Gerichtsurteile, gegenseitige Vorwürfe. Man erteilt sich gegenseitig Hausverbote und dann kommt's. Auf dem Grundstück des einen Nachbarn finden sich abgelegte tote Tiere, finden sich ausgerissene Pflanzen, finden sich Sachbeschädigungen. Der schäumt natürlich vor Wut und sagt, boah, das ist bestimmt der andere gewesen, mit dem ich schon so oft und so lange vor Gericht im Clinch liege. Was macht der mit den toten Tieren auf dem Grundstück und den ausgerissenen Pflanzen? Der installiert Videokameras. Und der andere Nachbar, sein Erzfeind, wenn man so will, der sagt natürlich, boah, der spioniert mich aus, das macht er nur, um mich weiter zu schikanieren, um mein Recht auf Persönlichkeitsschutz zu verletzen, um mein Datenschutzrecht zu verletzen. Meine Damen und Herren, in der Tat, Videofilmaufnahmen gehören zu den persönlich geschützten Daten, auch im Sinne des Bundesdatenschutzrechts. Ja. Das geht gar nicht und schon haben wir wieder die nächste Klage. Jetzt ist unser Videokamera-Bediener, der ist also ganz pfiffig und sagt, diese Kameras, die erfassen dein Grundstück, lieber Kontrahent und Nachbar, überhaupt nicht. Die machen nur mein Grundstück. Und der Kontrahent, der sagt, ja, das mag ja sein, das will ich nicht weiter bewerten, aber zumindest, wenn das so ist, durch einfaches Drehen, Schwenken, ob manuell oder elektronisch, das lassen wir jetzt mal weg, kann deine Kamera auch mein Grundstück erfassen und damit bin ich wieder bei der Persönlichkeitsrechtsverletzung. Meine Damen und Herren, und das ist jetzt, dieses kleine Detail ist jetzt im Grunde genommen das Neue in dieser ganzen Flut von Rechtsprechungen, die wir zur Zulässigkeit von Kameraüberwachungssystemen im Nachbarrecht haben. Das Gericht hat nämlich gesagt, jo, der Argumentation des möglicherweise überwachten Nachbarn, dem folgen wir. Warum? Die haben gesagt, naja, also grundsätzlich ist es okay, wenn das Kamerasystem nur das eigene Grundstück erfasst. Wenn aber es technisch möglich ist, anders auszurichten, durch einfaches Drehen, durch einfaches Neues Justieren, dann ist gleichwohl ein Überwachungsdruck entstanden. Dieser Überwachungsdruck reicht aus, um das Recht auf Persönlichkeitsschutz zu verletzen. Ob das immer so ist, das lassen wir mal außen vor. Aber zumindest in dem Fall, wo eine tiefe Feindschaft da ist, wo ein hohes Misstrauen da ist, wo man sich gegenseitig Sachbeschädigungen bezichtigt, ne? Pflanzen ausgerissen, tote Tiere abgelegt, wo eine Fülle von Gerichtsverfahren da ist, wo also so richtig schön high on emotion ist, da würde es bereits ausreichen für die Annahme, für die Befürchtung aus objektiver Sicht, ja, der will mich mit der Kamera da auch triezen, zwiebeln, ärgern. Das ist in der Tat die Entscheidung, die jetzt in der nachbarrechtlichen Berichterstattung, hätte ich fast gesagt, neu ist. Das heißt mit anderen Worten, meine Damen und Herren, wenn Sie tiefe, verfeindete Nachbarschaftsverhältnisse haben und Sie haben eine Videokamera auf Ihrem Grundstück, dann kann das gefährlich werden, wenn der Nachbar diese Rechtsprechung kennt. Andersrum, Sie müssen sich natürlich auch schützen vor Vandalismus, denn das Ablegen toter Tiere und das Ausreißen von Pflanzen oder sonstige Sachbeschädigung ist ja Vandalismus. Dann müssen Sie technisch dafür Sorge tragen, dass die Kamera fixiert ist. Das heißt also keinen elektronischen oder mechanisch verstellbaren Erfassungswinkel haben oder eine andere Ausrichtung haben, sondern wirklich festjustiert ist. Und das ist jetzt mein Tipp. Wir wollen ja immer fair sein und beide Seiten sehen. Das ist jetzt mein Tipp aus diesem Urteil für diejenigen, die sich da jetzt also möglicherweise durch Nachbarn traktiert sehen. Ob es die wirklich sind, das weiß man ja nicht. Aber man will es ja auch abstellen, man will ja auch eine Abschreckungswirkung haben und vor allen Dingen will man es ja rauskriegen. Das heißt also, es kann auf der anderen Seite natürlich auch nicht sein, dass diese Entscheidung, die ich gerade hier vorgestellt habe, dann den Kamerabetreiber, der natürlich auch ein Interesse daran hat, ungestört und vor allen Dingen unbeschädigt leben zu können, zu schützen. Ja, meine Damen und Herren, eine Leidenschaft, die Leiden schafft. So kann man es wirklich sagen. Die Tipps für jede Seite haben wir jetzt gebracht. Ich wünsche Ihnen eine friedliche Nachbarschaft und damit verabschiede ich mich von Ihnen für heute. Wenn Sie mehr zum Nachbarrecht, zum Immobilienrecht, zum Mietrecht, wie auch immer, erfahren möchten, dann abonnieren Sie doch einfach unseren YouTube-Kanal Immobilienrecht aktuell.
wenn Sie uns teilen, freue ich mich auch. Vor allen Dingen freue ich mich aber, dass Sie hier, dass Sie dabei waren und natürlich auch darauf, dass wir uns wiedersehen. Vielen Dank für heute.